Hi Sepp, herzlichen Glückwunsch zu seinen über 4000 Abonnenten. Kann ich nur sagen, Hut ab. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Das ist echt eine gigantische Zahl, 4000. Wohlverdient. Wirklich, also deine Videos und deine Arbeit sind einfach mal absolut genial. Vor allen Dingen auch gerade im deutschsprachigen Bereich wirklich, sage ich mal, die Nummer 1 unter den Kanälen. Sorry an die anderen, die sind natürlich auch alle dufte, aber wer kennt Sepp nicht in Deutschland, ne? Und natürlich auch in der ganzen Welt. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Shelter und ich denke mal, ich habe mir schon was einfallen lassen. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie ich es will. Und würde ich sagen, ich schalte nochmal rein. Bis dann. So, Sepp, da bin ich wieder. Ich habe es mir doch anders überlegt. Ich bin nie zu meinem Shelter gegangen, weil das ist eine übelste Hitze und da habe ich mir wieder eine herrliche Stelle am Bach rausgesucht. Ist sowieso erstens ein bisschen kühler und es ist einfach mal friedlicher. Genau. Jedenfalls, ja, wie gesagt, absolut genialer Kanal. Deine Skills oder deine Fähigkeiten sind einfach mal echter Hammer. Immer wieder gern gesehen, vor allen Dingen die herrliche Natur bei dir im Gebirge, in den Alpen. Wirklich was ganz Feines. Ja, wir sollen ja für dich entweder ein Gefäß bauen aus natürlichen Rohstoffen oder eben halt Klamotten, irgendwas zum Anziehen. Und ja, werden wir dann gleich mal sehen. Werde mich vielleicht vorher erstmal stärken. Und dann geht's los. Bei mir gibt es heute Sauerkrauttopf und da habe ich jetzt hier am Bach gerade eine wunderbare Gewürzpflanze gefunden. Das ist das Pfefferkraut. Und also man kann die Blätter essen und auch die Blüten, die Samen. Und das Zeug ist so dermaßen scharf. Das ist so scharf wie Peperoni. Also das ist wirklich wahnsinnig scharf, da braucht man wirklich nicht viel fürs Essen, also ansonsten brennt es zweimal. Ja.
fast schon Kienspan. Weiß. Sorry Sepp, das ist heute ein bisschen zu heiß und zu trocken, dass ich hier ein richtiges Feuer machen kann. Deswegen muss ich leider zur modernen Variante greifen. Dann machen wir es am besten. So. Ja, noch was. Fuck. You lose. Also, ja, wie gesagt, mit dem frischen Holz, das hätte sicherlich super funktioniert. Der Stein hat bombenfest gesessen, ey. Das ist bloß am Rande das überflüssige
Harz abgeplatzt. Aber ja, so ist es eben halt. Stock zerbrochen, Lachnummer perfekt. Ja, jetzt brauche ich erstmal noch so weit, wie ich mit dem Stück hier reinkomme. Es wird nicht viel sein. Und den Rest machst du dann halt einfach mit dem Messer. Ich meine, ich habe hier nie die Erfahrung, also gesagt, es hätte funktioniert für wahrscheinlich. Zumindest mit einem Bohrer hätte ich hier bestimmt ein Loch durchgekriegt. Oder zwei, vielleicht mit Reihe. Nee, aber ja, dafür haben wir heutzutage einfach zu wenig Zeit, um sowas auszuprobieren. Man probiert es und man sieht, dass es nicht immer so funktioniert, wie man es gerne möchte. Aber die damals, die hatten ja auch ein ganz anderes Wissen und viel mehr Erfahrung damit. Wie gesagt, so funktioniert es auch. Der ist ein bisschen breit hier jetzt. Komme ich jetzt nie weiter rein. Nehme einfach wieder das Messer und arbeiten uns vorwärts. Also wie man sehen kann, ist schon der erste Strick durch, das zweite Loch ist schon gemacht, jetzt bin ich gerade beim dritten. Mache das jetzt mit dem Messer, ist nämlich schon relativ spät, den zweiten Schuh, weiß ich noch gar nicht, ob ich den schaffen werde. Aber ich hoffe, dass es dann trotzdem irgendwie als Videoantwort zählt. Den zweiten mache ich dann bei der nächsten 5000er, okay Sepp? Nee, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das jetzt in den 2, vielleicht auch 3 Stunden noch schaffe, den zweiten Schuh hinzukriegen. Ich bin heute ein bisschen spät in den Wald gekommen. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, vor allen Dingen, da ich ja das Ding eigentlich bohren wollte. Was mich zwar mindestens genauso viel Schweiß gekostet hätte, aber ich wäre sicherlich eher fertig geworden. So, jetzt haben wir hier die 2 Stricke durch 3 Löcher, von hier nach da und von hier nach da mit dem Knoten festgemacht. Jetzt will ich bloß nochmal die Form ein bisschen in Ordnung bringen und schon haben wir unseren Latsch fertig. Hi Sepp, also mein zweiter Schuh ist doch noch fertig geworden. Ist hier vorne noch ein bisschen zu lang geworden, aber den kann man ja nochmal kürzen. Und ja, es läuft sich ganz gut, die sitzen jetzt noch ein bisschen locker, die müsste ich jetzt nochmal einstellen hier. Vor allen Dingen die Riemen hier vorne, die sind schon wieder ein bisschen nachgerutscht, weil ich keinen Doppelknoten drin habe zum Testen. Aber die halten was aus im Gelände. Also so schlecht sind sie gar nicht. Mal sehen, wenn ich sie richtig eingestellt habe, mache ich einen Doppelknoten rein. Vielleicht schlupfe ich ja dann Hebenweg mit den Dingern zurück hier. Das sieht bestimmt lustig aus. Ja, jetzt verliere ich einen halb hier. So. Ja, also wie gesagt, den habe ich schon noch fertig gekriegt, vorne noch ein bisschen zu lang, kürzen wir noch ein bisschen und dann haben wir ein paar ordentliche Schuhe. Sind zwar keine Levers, bei weitem nicht so bequem und ein bisschen schwerer als Levers, aber es geht. Also im Notfall wäre das schon eine optimale Lösung, denke ich mal, für den Sommer, für den Winter dann eher weniger. Na gut, Sepp. So Sepp, jetzt geht's wieder heim. Vielen, vielen Dank für deine Challenge. Mach weiter so mit deinem Kanal und ja, bleib wie du bist. Genau, ja, eine herrliche Ruhe um die Zeit, vom Feinsten. Ja, also wie gesagt, du bist echt ein klasse Kerl. Dein Kanal ist absolut super und ja, mach weiter so, mein Guter. Also dann, tschüss.
man sieht sich. So, Seth, meine Schuhe sind fertig. Der linke hier, der ist vorne noch ein bisschen zu lang, den könnte ich noch ein bisschen kürzen. Aber ansonsten sind sie von der Form relativ gleich, sind zwar keine Levas, aber tragen sich so ganz gut. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Riemen eingestellt. Der ist jetzt noch ein bisschen locker, aber es läuft schon ganz gut, kann man sagen. Sei denn, der Knoten springt raus. Stochendoppelknoten reinmachen, war zu klein.